Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Herzlich willkommen zur großen Fortsetzung der gewaltigen Rundtour von Debitors Time Base. Im letzten Part haben wir uns die Zivilröhre angeschaut, also der zivilere Bereich von seiner Base. Und heute kommt das Spannendste von allem, und zwar der technische Bereich von dieser gewaltigen Modbase. Und RGB-Pixel und ich benehmen uns wie kleine Kinder. Debitor gibt uns Schusswaffen und wir, ja, schaut selbst. Oh Gott, ey, im Nachhinein ist das so peinlich. Also normalerweise war Technik auch immer abgeriegelt mit Sicherheitskarten. Nur die funktionieren gerade nicht, die sind leider außer Betrieb. So, natürlich in der Technikröhre gibt es keinen Fahrstuhl, ne? Ist natürlich logisch. Ey, hier muss der Mechaniker laufen. Klar. Warte, wir fangen unten an, wo der Strom herkommt. Ja, Strom ist doch weit unten. Gleich, ah, guck mal, gleich können wir mehr fliegen, genau. Hier. Okay. Genau, hier ist der Reaktor. Raum. Oh! Das Herz. Sind die alle gefährlich? Oh ja, die sind gefährlich. Okay. Hm. Was? Genau, was zum Kuckuck ist das? Oh, ein Big Reaktor mit Turbinen. Genau, der ist viel zu groß ausgelegt, muss man sagen. Aber alter Verwalter! Jo, aber der Aufbau ist ziemlich. Ah, das ist, damit der Steam direkt ohne Pipe da in die Dinger rein kann, oder? Geht leider nicht. Wenn du hier hinten einmal herfliegst, hier sind die Pipes verlegt. Ah, okay, doch, hier Pipes. Und der Reaktor läuft auf 18%, weil er einfach viel zu groß ist. Töpfer. Und die Turbinen sind halt auf 100%. Du könntest quasi noch fünfmal so viele Turbinen dran bauen. Oh wait, du kannst den auch länglich bauen? Ja, ja. Oh, das wusste ich. Ich dachte, der muss immer ein Würfel sein. Nee. Oh. Ob lang oder hoch, komplett egal. Jung, ist das. Ja, was gelernt. Jo. Krass. Ja, der macht so, ich glaube, warte, ich guck einmal. Ich glaube, der machte pro Turbine so an die 30.000 oder so. Ah, ist jetzt gedrosselt. Aber ich glaube, Maximum ist so 30.000 pro Turbine. Nice. Weil die wird auch noch Computercraft gesteuert. Dazu kommen wir gleich. Jo. Und hier sind auch noch solche Power-Monitor. Warum sind diese kleinen Dinger hier? Oh. Also hier unten, das war die erste Stromversorgung. Ach, Warm-Kalt-Dinger. Ja, genau. Wie kriegst du es eigentlich hin, dass die warm bleiben und die kalten kalt bleiben? Weil als ich das ausprobiert habe, wurden die zu Steinblöcken. So, weil das Plutoniumblöcke sind von Extreme Reactors und das andere ist Packed Ice. Die bleiben einfach so. Ach krass, okay, habe ich es falsch gemacht. Was? Warte, da gehen wir gleich rein. Okay. Curiosity kills the cat. Oh. Dann haben wir hier noch der Hauptverteiler ist eh nicht an. Dimensionsraum haben die zu Ende gebaut. Was ist das denn? Das klingt spannend. Ja, da ist noch eine Mod drin von RF Tools, glaube ich. Genau, RF Tools Dimensions, wo man eigene Dimension bauen konnte. Ach krass. Und halt der Zugang zum Nether war hier auch. Cool. Boah, das braucht noch Unmengen an Strom, ne? Ja, genau. Dann ist hier die Waffenkammer. Warte. Schafft das? Ja, er schafft's. Oh. Ui. Genau. Was war das? Einmal die Glocke. Sorry, ich sehe eine Glocke, ich muss drücken. Oh. Wollt ihr mal eine Waffe haben aus Spaß? Na klar. Oh, warte. Ich glaube, 1, 2, 3, 4. Maschinengewehr wäre gut. Hier, nimm du die mal. Der mit dem höheren Ping gewinnt. Ey, ich hab noch keine. Doch, du musst einmal nachladen, oder ist die voll? Drück mal. Wie, was musst du machen? Ich drück mal den Schießknopf einfach. Ja, den Schießen passiert nichts. Da geht die an und aus. Ich will auch eine. Oh, hab ich dir die falsche Munition gegeben wahrscheinlich? Ja. Ich hab Angst, wenn John eine Waffe in der Hand hat. Aber der andere ist geil mit dem Sniper. Nee? Auch nicht? Ja, Mann, dann gebe ich dir den Shotgun. Ach nee, warte mal, so lädt man die nach. Ach so. Oh. Der hat auch geschossen.
Es war ein Reflex, es war ein Reflex, es war total Effekt. Kannst du mich porten? Ja, ja, klar. Danke. Das ist eine Schweinerei. Ja, jetzt haben wir eine Shotgun. Oh! Ja, umgeklatscht ist einfach. Aber die Waffen sind geil, oder? Ja, die sind schon nice. Tech-Guns. Der Flyring ist total RGB-Style, ja. Sehe ich gerade. Lol. Was? Achte mal auf den Flyring. Ja. Wag es nicht. Wag es nicht. Wag es nicht. Ich habe eine Shotgun. Ich habe noch eine. Oh, oh. Jo, wahrscheinlich. Die schieße ich aber lieber nicht ab. Die ist ein bisschen knapp. Joe, nimm die Knarre aus der Hand. Du hättest uns nicht mit Knarren ausstatten dürfen. Nein, nochmal nicht. Ist ja gut. Wollen wir nicht okay. Mehr so viel Muni. Guck mal, hier ist eine Shooting Range noch. Okay, warte, da können wir mal zeigen, wie gut wir schießen können. Ich, du hast mich fast gekillt, ey. Mit den Zielen, die da rauskommen. Was? Was? Das ist laut. Das ist eine Schrotflinte, die ist ja doof. Warte, ich guck mal, kann ich das hier eigentlich abschießen? Oder ist das gesaved? Boah, Alter! Junge, was ist das denn für ein Wumms? Ist, glaube ich, nicht gesaved. Okay, habe ich aber ein Backup gemacht. Guck mal, das. Alter! Wahrscheinlich! Das hat schon geknallt, glaube ich. Ich glaube, das Ding macht Bumm. Ja. Ich darf ja eigentlich okay. Noch. Okay. Oh Gott. Ah, ich glaube, ich habe gar keine Muni mehr. Oh shit, ey. Oder guck mal, warte mal, Joe, warte. Ja. Komm mal her, guck mal. Guck dem RGB Pixel an. Ja? Was? Nein! Ey! Alter! Hast du gesehen, wie der weggebraten ist? Er leuchtet. Jetzt musst du Joe auch erschießen. Okay, damit du das auch einmal siehst, guck. Genau. Oh, da ist er. Oh, hat dann richtig geleuchtet. Ja, ja. Und bei der Mod gibt es sogar noch die Waffe von den wie heißt die nochmal? Von Star Trek, die nicht, Star Wars, die nicht treffen. Ach Gott. Ja, danke. Die Gute von Frage. Den Stormtroopern, die Knarren. Ja, oder? Stormtrooper, genau. Die Waffe gibt es auch, damit triffst du gar nicht so. Das finde ich echt gut. Sehr realistisch auf jeden Fall, ja. Genau. Ja, dann nehmt eure Spielzeuge mit. Bin nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Hallo, ihr Gebet. Grüß dich. Mein Anzug, ey. Ja, komm, wir zeigen einmal das hier, da ist das durch. Das ist quasi die dritte Röhre. Die war quasi storyrelevant. Ja. Und hier sollten überall so Klone an den Wänden. Oh. Habe ich aber noch nicht fertig. Ja, der große Energieball. Wuhu. Ja. Ich habe nur eine Reihe Klone, die da ist. Boah, ist das Chelicritium? Boah. Ja, ja. Ist das was Besonderes? Deswegen der Schnee. Ja, das ist dieses super kalte Zeug für diese Kryokabel. Aber das ist aber nur Optik, oder? Ja, ja, nur Optik. Aber guck mal, diesen Energiekern, den wollen wir ja auch bauen, RGB, oder? Mhm. Wir wollen aber den Tier 8 bauen. Der sieht ja, aber genau, so aus, als ob da hier diese leckeren, sind das Nudeln oder was ist das, was man auf dem Jahrmarkt immer bekommt? Mit Zimt und Zucker, diese Stangen. Ja, kennt ihr Churros. Das, oder? Ja, genau. Stimmt, ja, die sehen auch so aus. Das ist voll gut. Und das ist quasi Debitors private Hüpfburg. Genau. Und an den Seiten sind nochmal 5 Stück von mir. Alter, wie hoch ist das Ding bitte? Ne, Ersatz, ne? Ah. Guck mal, ein 3D-Drucker läuft gerade. Komm mal hier hin, Joe. Guck mal. Wo? Hier. Ja? An der Wand. Ja? Guck mal, da wird gerade eine Person aufgebaut. Oh. Kann man das erkennen? Ja! Das ist wie aus Mission Impossible. Es wird erst die Haut gegossen und anschließend wird das Ganze wahrscheinlich mit Farbe versehen, oder? Ja, ja, genau. Oh, hast doch irgendwo noch den Generator, um den Johnson zu sein. Achso, nee, von Draconic gar nicht so den. Nee, ich meine, von Sync gibt's doch diesen, ne? Ah, ja, du kannst aber mittlerweile normale Kabel dran anschließen. Ich habe nicht den Schweineversorger. Okay. Realistisch? Guck mal, der macht das ja richtig realistisch. Also auch quasi so, dass die Arme
Oh. Und dann fertig. Okay. Er visiert ihn an. Weiter Ich weiß geht's. euch, ich weiß nicht, ob ich euch aus anderen Dimensionen porten kann, deswegen im nächsten Raum ein bisschen vorsichtig sein. Ja, Weil kannst wir du. kommen jetzt zu einem Fahrstuhl, der erst aufgeht, wenn der Fahrstuhl da ist. Okay. So voll toll. Okay, war nix. Außer du meinst. Er hat schon vorher aufgemacht. Okay. Jetzt müsst ihr euch durchdrücken. Okay, ich höre gerade, es geht wohl gut. Das ist die T8-Rakete, glaube ich, oder T7. Ich bin noch dran. T12 gibt es. Also da bin ich immer mal zwischendurch zu den Sternen geflogen. Das Galactic Raft oder ist das? Ne, Ja, genau. Extraplanets kenne ich gar nicht. Von Galactic Was? Da Craft. kommt hier oben aus dem Ah, Berg von das Ding Galactic Craft. raus? Ja. Oh mein Gott, du hast hier oben sogar ein Force Field, sehe ich gerade. Ist das an oder noch Nee, ist oben im aus. Nebel? Nee, ist aus. Okay. Oh, hier ist eine riesige Satellitenschüssel, geil. Aus Galactic Craft. Okay. Das ist voll realistisch gemacht, ja, auch mit den Kanälen, die das Feuer abfangen. Ja, zumindest ein bisschen, ne? Du musst uns hier noch irgendwo so eine Wasserquelle machen. Das habe ich schon mal gesehen, dass da quasi, wenn so eine Rakete abgefeuert wird, hier so Wasser reingeleitet. Oder hast du hier? Achso, nee, das geht da wieder in den anderen Raum. Oh, krass, Debi. Ah, ich weiß gar nicht. Wie ist das Kommando für interdimensionalen TP? Ich glaube nicht, dass ihr da drauf rechtsklicken könnt, oder? Doch. Könnt ihr da drauf Hat rechtsklicken? Doch. geklappt. Die Rakete? Was ist denn jetzt hier los? Ja. Oh, das ist komisch. Irgendwie fühlt sich das hier Soll an. ich in die Rakete einsteigen, oder? Nee, geh mal zum Anfang des Raumes und in der einen Ecke ist so ein Draconic Evolution Gerät. Einfach mal Ja. rechtsklicken. Okay. Ah ja. Hi. Wir sind jetzt quasi im Weltraum, deswegen nicht unbedingt zu nah an den Türen gehen. Oxygen! Oxygen! Ja, genau. Wie? Warum ist das an den Türen? Problem. Achso, wenn die halt aufgehen. Oh nein. Ja. Genau. Atmen. War das so Ja, TPX oder so? ich spawn jetzt in der Luft wahrscheinlich an den gleichen Koordinaten wie in der anderen Dimension. Hier. Okay, irgendwas lädt. Ah, okay. Warte, du bist jetzt wieder hier Und bei hier ist ein uns. Grabstein. Ich glaube, hier war das, Ah, ne? nice. Ah, hier kommen wir rein. Oh mein Gott. Hier ist quasi die Sauerstoffversorgung von der Raumstation. Hier kannst du auch rausgucken, hier sind Fenster. Das ist aber super schwierig zu bauen, weil du halt musst wirklich Sauerstoff gezielt bauen, damit du auch halt überall Luft hast, ne? Ja. Ich glaube, darauf Und freue ich wenn mich er schon auf drauf. Blöcke Fühlt zielen sich immer total sauber, komisch ne? an. Das Zielen wird lustig. Wir wollen eventuell den Falken bauen aus Star Wars als unser kleines Raumschiff. Ja, krass. Aber in der Dimension zu bauen ist echt nicht so cool. Kann ich mir vorstellen. Okay. Und hier in der Ecke ist dann nochmal, um zurückzukommen. Krass. Beeindruckend. Nice. So, warte, wir gehen zurück. Warte mal, Debbie, Oder ich warte. muss sie erstmal finden. War das hier? Kann auch einmal kurz vorgehen und euch dann, obwohl ihr seid schon fast da, ne? Ja, hier beim Aufzug. Oh, Leck! Oh nein! Oh. Er ist weg, wir Hier können war loslegen. Ich sehe den Aufzug nicht, ach, egal. Achso, es ist. Oh. er ist weg, wir können jetzt die Kontrolle übernehmen. Ach, Ihr könnt hier ist der einmal. Selbstzerstörungsknopf. Warte mal. Aha. Dafür hatte ich die Waffe doch dabei. Oh, Die chiselt. Selbstzerstörungswaffe. Das sind Glowstones gechiselte. Ach, du Heilige. Ja, damit überall gleich hell ist, ne? Ja, krass. Na, pass auf, ich lot's euch jetzt mal. Findet ihr die Säule wieder, also die Röhre? Ja. Ja. Perfekt, dann lauft da erstmal nach oben. Wie weit? Wie wäre Erzähl jetzt mir mal, der vor welchem Raum du stehst. Dimensionsraum? Na, weiter. Hauptverteiler. Da ist noch nichts drin, da wollte ich mal alles abschaltbar machen für Aufnahmen. Reaktor hatten wir schon. Genau. Wither Farm. Ja, geh da mal rein. Okay.
Das ist ein relativ kompakter Raum. Man kann halt auch Nether-Sterne bestellen. Und ha. Da ist quasi Wither-Proofed Obsidian drin und da werden die dann gespawnt und direkt getötet. Und da kannst du dann einfach sagen, du willst 10 Wither-Stars haben und dann geht's ab. Ich hab nichts kaputt gemacht. Okay. Alles gut. Muss ja eh das Backup laden. Ich habe ja ein großes Loch in der Waffenkammer. Ja gut, die Monitore waren auch nicht gelockt, ne? Das kann man dir jetzt nicht negativ anrechnen. Also er hat den Stern herausgedrückt. Ja. Erwischt. Ich bin gar nicht da, weiß genau, was er macht. Sie ist laut. Genau. Okay, warte, jetzt ist der Moment da. Dabei wollte ich nur nach vorne fliegen und euch porten, aber war nicht so gut. Kannst du ja theoretisch zu uns porten jetzt, oder? Ah, stimmt. Gute Idee. Warte, ich bin schon mal 5 von 7. Wie viel Arbeitsspeicher habt ihr zugewiesen? 10 Gigabyte, glaube ich. Ah, ja, okay. Glaubst du, du kannst auf mich schießen, ohne dass ich zurückschieße, Joe? Bis einer stirbt. Okay, Frieden, Frieden, Frieden. Yeah, Burger des Friedens. Frieden am Arsch. Nein. Ich wusste doch, dass es sich lohnt, euch Waffen zu geben. Nee, das war eine ganz schlechte Idee. Ah, ist immer Spaß für zwischendurch, so eine Schrotflinte. Auch in Real Life. Einfach mal den Kindern geben, oder? Genau. Am Spielplatz, ja. Baseballs Flammenwerfer. DB teleportet mich am besten bei ihm zu RGB. Also warte, da muss ich zu RGB. Kennst du schon einen Befehl? Den musst du mal ausprobieren, Debitor. / Ich buchstabiere. K. Nee, kenn ich. ILL Leertaste RGB Tab Enter. Ja, ich schließe aus. Gut. So. Wie viele Nether-Sterne hatten wir denn eigentlich? Jetzt kommt er aus den Gängen raus. Ja, ich kann auch mal meine Dings einfach noch drin. Okay, warte. Ich glaube, wir fahren wieder hoch. Ja, okay. Ich muss euch immer mit den. Oh, scheiße. Mit den Waffen. Oh. So, warte. Oh. Ah ja, Rohstoffgewinnung. Wo seid ihr? Wir sind irgendwie wieder aus Versehen runtergefallen. Aus Versehen. Okay, warte. Okay. Hey, guck mal. Hier geht's ab. Sieht nach nichts aus, aber hier kommen so viele Rohstoffe rein. Quantum Queries. 2 Stück, die mit voller. Ne, voll einfach arbeiten. Jo. So krass. Aber die läuft nicht. Doch, du siehst es halt noch nicht, glaube ich, oder? Die läuft nicht. Nee, die läuft tatsächlich nicht. Warte, die ist ausgeschaltet, diese Redstone Mode on. Ne? Zack. Jetzt ist alles jetzt an der Alter, kann man das hier an- und ausmachen? Oh, ist das cool gemacht! Nein, das ist RF-Tools. Ah, krass. Ja, genau. Und Junge, geil! Warte, wie hast du das gemacht hier? Der Button, mit den Screens von RF-Tools. Ja, aber wer hat das hingekriegt, dass der Button rechts ist? So, der ist immer rechts. Ach, das ist auch ein Button. Links ist auch ein Button. Ah, so hast du es gemacht. Ja. Links hast du einen Button gemacht? Und rechts hast du ihn ja anklickbar gemacht. Das? Ja, guck mal, links sind auch Buttons. Ich hatte mich gerade gefragt, wie du es hingekriegt hast, dass das ein Button ist. Drill One ist auch ein Button. Nee, der ganze Screen ist doch eins. Nein. Guck mal, wie er es hingekriegt hat, dass das in 2 Zeilen ist. Und das Drill One ist ein Button und das daneben ist auch ein Button. Oder? Nee. Nee. Oh Gott. Ich hab einen Text, 2 Button. Ja. Ich hab mich vertan. Ja, ich hab mich vertan. War dumm. Wie war die Wand wieder auf? Nee. Stimmt, das ist ja, du kannst die Button ja beschreiben. Oh Gott. Okay, hat keiner gesehen, schneide ich raus. Sind wir da an, warte, ich muss die ausmachen. So, okay. Nicht bummeln, sind auch fast beim Ende, pass auf. Nee, Serverraum gehen wir oben rein, das ist cooler. Hä? Was? Mein Schrie! Hier. Mein Schatz ist weg! Oh, er hat keine Waffe. Verarbeitung. Mein Schatz ist weg! Wo bist du? Ich komme hier nicht hoch. Hilfe! Ich habe ein kleines Problem, Debi. Oh, was denn? Ich steck fest!
Also, warte. Ich wollte hier runterfliegen und... Ah, nein! Das macht sich besser. Okay. Hilf ihm, indem du ihm von seinem Leben erlöst. Okay. Genau, hier ist nur die Müllverbrennungsanlage. Hübsch. Aus Mobfarm, alles was überschüssig ist, wird hier quasi reingeleitet. Ja, stell dich mal auf so ein Förderband, ich will mal einen Screenshot machen. Sonst noch Wünsche? Kommt hier von oben auch noch irgendwas? Nee, das ist Teil. Hast du noch mal so einen Ring? Hast du noch so einen Ring? Ich komme hier nicht hoch. Sonst. Achso, ist der Ring kaputt geworden? Ja. Ich hole den neuen. Ja. Ring. Du kannst auch hier reinspringen, dann bekommst du den Ring auch wieder. Mein Schatz. Genau. Hier, bitte. Ach, den Schatz. Aha. So, guck mal. Ich will mich hier diesem ganzen Waffenkram hier ein Ende machen. Oh. Das hätte ja aber explodieren müssen. Ich habe ein Statement gesetzt, RGB. Siehst du? Okay. Bei mir gibt's keinen gewaltfeierlichen Content. Aber ich glaube, er hat noch eine Waffe, oder? Nein, habe ich nicht. Ich weiß es nicht, ich habe meine zur Sicherheit. Ich habe ein rotes Buch, damit kann ich jeden als Lehrer züchtigen und erschlagen. Perfekt. Wow. Oh, das ist so der Hauptraum. Nice. Mit dem Alter. ME-Kern. Was ist. Alter Devi, wie hast du das gebaut? Painted Glowstone. Oh mein Gott, das Architecture Crow. Boah, also. Sind das Anti-Blöcke? Oh, ja. Das sind keine Blöcke, das sind Anti-Blöcke. Der Anti-Block. Hier Roofed. Boah, das ist so richtig. Boah, ich liebe dieses Design. Boah, das ist so futuristisch krass. Ja, das ist super futuristisch hier auf jeden Fall. Das sah vorher ein bisschen anders aus, muss ich sagen. Habt ihr bei euch auch getunnelt? Jetzt kommt es wieder alle. Ja. Wir haben zwei Kerne. Einer für die Tunnel und einer für die Kanäle. Warum steht da 00.50? Was bedeutet das? Hier sind die Tunnel, okay. Die Uhr ist angehalten von dem Server. Die Serverzeit ist gerade gestoppt. Junge, und das hast du jetzt mit Computer Craft so gemacht, dass das quasi hier in Echtzeit... Die Turbinen sind quasi lastgesteuert, also je mehr die verbrauchen, desto höher fahren die. Mhm. Und das hat sich gerade so eingependelt auf, ja, wie viel sind das? 43.000 RF, knapp. Krass. Nochmal danke an Tobi fürs Programm. Wow. Dann kannst du die auch rumstellen halt, ne? Nice. Wow, was ist das hier unten? Kombiniert, Grid. Ah ja, das geht auch. Das sieht eben ein bisschen nach Energieproduktion aus. Ja genau, der Kern läuft quasi komplett alleine. Also selbst wenn der Reaktor ausgeht, geht das im E-System halt immer noch. Junge, das sieht aus wie Wahnsinn. Mini-Reaktor. Oh, jetzt ist er weg. Ich will mal diesen Raum hier einfangen. Oh, Junge, das Design ist so krass hier. Alter. Ja, also könnte man halt auch eine komplette Basis rausbauen, ne? Also prinzipiell, wenn du halt so direkt anfängst. Ja. Devi, das ist umwerfend, wirklich. Wahnsinn. Dankeschön. Wunderschön. Ich finde das auch mit diesem Purple, dieses Twitch-Purple hier. Ja, Mann. So geil, ne? Die Festplatte, die Serverschrecke hier. Guck dir das mal an. Das ist. Genau, auch dass das hier so abgeschrägt ist. Boah, das sieht so geil aus. Ja. Habt ihr bei euch auch ein separates ME-System für Disketten? Wie meinst du? Das haben wir nicht. Hast du das gemacht? Ja, ich meine, genau. Also wir können ja mal eine ganz kurze Tour Debitor nachher geben. Wir haben nicht viel zu zeigen, aber wir können dir mal zeigen, was wir aktuell haben. Gerne. Oh, wollen wir uns echt gleich so lächerlich machen? Na gut. Alles gut. Ja, und hier sind halt die Crafting-Sachen drin, die man halt so braucht, ne? Hier sind die. Ah, du hast gleich mehrere Infuser gemacht, damit die parallel laufen können, oder? Ich verstehe nur, Bahnhof RGB ist hier der Fachmann. Krass. Und auf der anderen Seite sind die Deep Storage Units, damit die halt, oder Black Hole Controller. Damit man die halt auch volllaufen. Also dass man überhaupt so viel Platz hat. Hier sind die. Es ist und hier hinten kommt man immer an den Sachen dran, ne? Wenn ihr euch mal hier hinten einmal anschaut. Die Tür ist einfach krass, oder? Die ist krass. Tech-Guns. Vom Geräusch. Die ist von der Waffenmod. Ja, genau. Aber das passt richtig gut. Das finde ich. Aber RGB, genau das hatte ich ja auch mal so eine Idee, dass man mit Türen das so versteckt, die ganze Technik dahinter. Juhu. Wir können so eine Tür auch bauen. Wir haben die Garagendoors, die kann man nehmen. Ja, die sind auch nicht so cool wie die hier, aber. Aber die sind manchmal auch ein bisschen buggy, die Garage Doors. Hm? Ja.
Ja, und hier sind hier rechts und links am Kern, sieht man halt die Tunnel, die hier verarbeitet wurden. Sind halt doch schon viele, muss man sagen. Pro Raum fast immer einer. Was die Anzeige hier oben und genau? Die wichtigsten Ressourcen? Nice, ja. Nö, einfach nur die 5,1 Millionen Kaktus. Führst du hier einen Kaktuskrieg? Aha! Erwischt! Genau. Einfach nur, bevor man viel hatte. Und nur 26.000 Diamanten. Hier ist eine Tür. Hier ist eine Tür. Die genau, hier mir. Oben ist die Mob-Farm mit Schleuse vorher. Genau, das einfach ist. Hier ist dann halt die Mob-Farm. What? Das ist Experience, ne? Die ist leider ein bisschen kaputt, weil ich ja umgebaut hatte. Die ist leider noch nicht, glaube ich, wirklich. Mob-Essenz? Nee, leider nicht. Ach, das sind Spawner, die werden da wahrscheinlich geschnetzelt, alle. Von denen. Genau, da sind Spawner drin, da werden die halt automatisch geschnetzelt und die Spawner sind halt auch eingestellt auf die Mobs, die man halt. Ja, wie hübsch hat. Du das hier eingerichtet hast, mit so einem kleinen Kontrollraum da oben. So richtig putzig, ne? Und hier oben ist auch noch ein kleines Pflänzchen drin. Hier sollte noch eine Waffenkammer rein. Ja, besser ist's. Und ganz wichtig, eine dedizierte Stromversorgung für den Crusher, damit der nichts vorläuft. Verstehe. Also für den Mob-Smasher. Verstehe. Ich ruf mal da an, wenn mal die Experimente schief gehen. Powered-Spawner, ne? Ja, genau. Oh, aber ich glaube, die schalten eh ab, wenn zu viele Mobs in der Nähe sind, oder? Wie war das? Ich glaube, die schon. Ich glaube, bei Draconic konntest du das einstellen. Genau. Das ne? Genau. Da das war dann so krass. Irgendwann richtig Party. Debi, absolut ja. Beeindruckend. Dankeschön. War ich auch 5 Stunden dran, ne? Ja, also über 5 Stunden. Stimmt, genau. Ich könnte mir sogar vorstellen, wenn ich das alles hier sehe, dass es vielleicht sogar mehr als 6 waren. Ja, aber ja, dann wenn du wirklich großzügig rechnest. Ja. Es waren so. Auf jeden Fall 2 Stunden, mindestens, die hier Debitor hat. Okay, krass, Junge. Auf der anderen Seite ist der Garten nochmal von der anderen Seite, weil hier kommt man auch aus dem Technikbereich rein. Und hier oben sind dann die beiden letzten Räume. Mhm. Hier war vorher das Labor, also wo man quasi alles gecraftet hatte. Jetzt sind hier nur noch die Flüssigkeiten. Danke an Mats Fummels für den Raum. Der war mal Hausmeister und hat das hier gebaut. Also alle möglichen Flüssigkeiten, die man braucht, die gibt es halt auch in den Transceivern und dann kann man die überall abrufen. Zenodeko mit den Rohren, okay. Genau. Und die sind dann von unten angeschlossen oder ist es einfach nur komplett Deko, die Tanks hier? Die sind an so Trans-Dimensional Receiver angeschlossen. Und muss das sein. Ach, hier unten. Kommt man da runter? Ah ja, genau. Ja. Irgendwo hier. ME-Interface. Also kannst halt auch Eimer oder alles bestellen per Autocrafting. Jo. Krass. Das ah ja, und dann haben wir nur noch die Verarbeitung und dann noch einmal die Röhren, die überall durchgehen. Ja. Ich glaube, wenn ich das neu bauen würde, hätte ich einen ganz anderen Plan so von der Aufteilung. Das ist ja mehr quasi so organisch entstanden, ne? Hier ist quasi Verarbeitung, hier kannst du alles bestellen und hier ist dann alles automatisch im Grunde. Alter. Auch relativ kompakt. Ein Fluid Transposer hier. Genau, da kannst du auch so Transdermal Receiver, wo dann auch irgendwelche Flüssigkeiten reinkommen oder irgendwelche Kabel kannst du bestellen. Beeindruckend. Ich finde das cool gelöst, dass hier immer ein Superlaminar Fluid Duct drüber ist, damit man gleich sieht, welcher für was zuständig ist. Was wohin geht, ne? Genau, also dass hier Redstone ist und hier Ender und so. Cool. Das hier ist... Ah, eine Latex-Processing-Unit. Hier unten sind die... Guck mal, das finde ich sehr cool, damit den... Ja. Das ist ein bisschen gecheatet. Bedrock gibt's halt hier oben nicht, ne? Ah. Ach, und das Blazing Pyrotheum zündet den Bedrock immer wieder an und dadurch hast du unendlich Infinity-Dinger, ne? Genau, von Ender.io. Kommt ich finde es sehr cool, dass du die Datenkabel hier so mit Glas im Boden hast. Das finde ich ein sehr schönes Detail. Sollen wir einmal in die Jeffreys röhren? Ja. Da kann man bestimmt geil Verstecken spielen. Wobei Debi gewinnt ja, immer. Ja, die sind super kompliziert. Also hier ist einmal alles verbunden. Also egal, welchen Raum ihr gerade gesehen habt, die gehen irgendwo hier dran. Ich sehe gerade auf der Minimap die Darstellung. Es ist so Wahnsinn. Also in alle Richtungen gehen die Kabel einfach. Ich kann mal gucken, ob ich nochmal einmal das Holodeck finde, dann kann ich euch da einmal hinporten. Ja. Weil das hat nochmal eine spezielle Stromversorgung.
Hier geht's durch. Ah, hier kann man sogar oben den Reaktor abschalten, geht auch noch. Alter. Ich bin eh falsch steig da gelaufen. Überhaupt nicht durch. Ich bin jetzt beim Schmied. Ah, nein, ich bin richtig gelaufen, perfekt. Ist das hier? Okay. Okay, warte. Wie rum jetzt nochmal? Nach. At A, at S kannst du, obwohl ich weiß nicht, at S gab es noch, glaube ich, nicht an der 1.12. TP at A, at S. Ich weiß nicht, ob das geht. Ach so, damit. Ach so, at alle S nach. Meist, also, okay, ich weiß nicht, ob das schon 1.12 der Selector war. At S bedeutet immer zu mir selbst. So, oder okay. Derjenige, der den Befehl ausführt. Also, ihr habt ja gerade das Holodeck gesehen, ne? Und hier ja. Sind quasi Batterien fürs Holodeck. Was? Ach, weil das so viel Strom braucht. Ja, die brauchen pro. Also je größer der Raum ist, desto mehr brauchen die. Soll ich einmal aktivieren, dann könnt ihr sehen, wie die Farben sich verändern von den Zellen. Mach mal. Ja. Warte. Ach, du kannst das Holo nicht immer machen. Du musst noch warten, bis die Batterien wieder geladen sind. Sind genug da. Also da ist genug drin. Dann gehe ich einmal Game Mode 3, fliege hoch. Dann Game Mode 0. Oh, häng fest. So, ich lade. Müsste sie eigentlich ändern im hinteren Bereich. Oh ja, ja, die hier wurden leer gesaugt. Krass. Alter. Ja, weil die. In der Raumgröße brauchst du halt super viel. So. Krass. Von nichts kommt nichts. Nice aus. 3,33 Giga-RF haben wir quasi gespeichert. Und das lädt sich jetzt von alleine wieder auf. Das lädt sich alleine wieder auf von dem Reaktor unten. Der müsste dann ja auch auf Volllast gehen, theoretisch. Warum hast du nicht so viele ME-Kerne hier? Ach nee, das sind Futura-Blöcke. Das sind Futura-Blöcke. Ja, genau. Ich habe mich auch gerade gewundert, was ist das hier für eine Konstruktion, aber. Aber ich verstehe trotzdem nicht, was das hier für eine Konstruktion mit dem ME-Interface ist. Dann gehen hier die Kabel rüber und dann nochmal ein ME-Interface. Ja, das war auch storytechnisch, weil da halt eine Sicherung durchgebrannt ist. Ach so, das hat nicht wirklich irgendeinen Zweck. Nee, das hat keinen Zweck. So. Das ist einfach nur. Ich dachte gerade so, hä, was macht das? Jo. Warum? Alle denken so und jeder baut es dann so. Das alle kann denken schneller so. Passieren. Krass. Warte. Komm, wir fahren noch einmal raus und dann sind wir durch. Ja. Ich hole mal Auto. Schade, dass die Turrets noch nicht gehen. Ich dachte jetzt, kurz Moment, er macht die Turrets an. Da kannst du auch selber fahren, wenn du willst. Ich fahr mit. Ich lass mich chauffieren. Männer links wäre cool, ne? Fahren wir gerade durch. Ich will gucken, ob es crash-sicher ist, ja. Ne? Guck mal, da ist noch eine Tankstelle. Und jetzt biegt man da links ab und fahr zurück. Jetzt weiß ich, warum Joe sich ein neues Auto geholt hat. Bei dem Fahrstil braucht er wahrscheinlich alle paar Wochen neues. Ich glaube, er will einfach nur testen, was so geht. Ja, ist krass. Oh oh. Oh shit. Ich will bei dir wieder aus der Base einbrechen. Irgendwo in der Wand. Wo okay. Muss ich hinfahren, damit da der Reaktoreingang ist? Egal. Was ist das für ein Dorf hier? Das ist nochmal die Stadt. Fahr mal gerade durch. Warte. Alter, er slidet hier bei mir. Junge. Fahr mal da zu dem Supermarkt hin. Alter, wir sind so richtig die Gangbang gerade, ne? Hier so in unserem dicken SUV. Also kurz, in der leeren Stadt. Mit den Waffen. Du flexst hier einfach vor den Bakterien. Hier ist der Supermarkt. Ja? Guck mal, warte. Gechisel und bitzt. Jo. Alter. Also die Kassen habe ich selber gebaut. Also da habe ich aus DecoCraft und Chisel und Bits kombiniert. Ah, und das hier ist von Industrial for Coin. Oh, es funktioniert sogar. Ja, genau. Das ist einfach. Was funktioniert? Conveyor Belt. Achso, man kann sich da reinsetzen. Piep. Ja, schönen guten Tag. Piep. Das macht dann ich einmal 14,94 Euro. Oh, ich kenne die Shotgun. Ja, kein ja, Problem. Ja. Sehr schon gut, oder? Das ist nice. Geht nicht. Warte. Zum Glück hat er keine Munition. Oh, ja. Schade. Er nimmt einfach die Riesenknarre und will hier in der Stadt rumballern. Löcher machen überall.
So, also die Stadt ist, steht halt auch noch da, sind noch ein paar spezielle Gebäude, aber so nichts Besonderes. Ich hatte mir aber noch einen gesucht, der mir eine Ölbohrinsel gebaut hat. Warte. Ich sag mal ein bisschen weiter außerhalb der Stadt. Die war halt für die Story relevant. Wenn ich sie finde. Ah nein! Ah doch, hier muss sie sein. Ja, so ein Draconic-Reaktor hier mitten in der Stadt wäre schon sinnvoll, ne? Das hat Ja, wäre schon recht. gut, auf jeden Ja. Fall. Ja, ne? Dann wäre das ganze Szenario auch ein bisschen realistisch. Ups. So, und das letzte, die Ölbohrinsel. Alter Junge! Und die hat Yo, quasi einen direkten Zugang zu dem unteren, zu der Röhre halt, ne? Alter. Oh, so kann man Container bauen. Geile Idee mit den Sehr Zugträgern hier, mit den Stahlseilen. Schöne Ja, ich fand Detailarbeit. die Ideen halt auch geil. Das war halt Respito. Nochmal Dankeschön. Ja, Fortuna Oh, das mit den Diplom. Containern ist ja mal gut. Ja. Ja, voll. Stehen mit den Türen davor einfach, ne? Ja, Ja, mein, das. und ist sogar wirklich was drin. Wenn jetzt die Wände noch chiselst, dann hast du da drin richtig Platz. Ach, hier kommt man nach oben. Ja. Oh, hier kommt man nicht durch. Ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Angucken. Hat jetzt doch länger gedauert als gedacht, aber beim Alter. Zeigen muss man natürlich auch mal was erzählen. Ich glaube, bei deiner Welt kann Ja, man aber sich einfach nur das die Zeit ist. nehmen. Liebe Leute, ganz großer Verweis an der Stelle. Ich werde auch nochmal in das Video dazu den Link von Debitor in die Videobeschreibung packen. Ihr müsst unbedingt mal da ein Abo da lassen, vorbeigucken. Allein schon bei dem Content lohnt sich's. Debitor, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, uns das heute mal zu zeigen. Ich bin schwerst beeindruckt. Also, Ja, danke schön auf jeden Fall. Wahnsinn. Vor allem, der Debitor, der ist halt schon bekannt, so ein bunter Hund für was die Designkünste angeht. Und das hier ist ja nochmal Next Level, ehrlich. Wahnsinn. Wow. Ja, vielen lieben Aber, Dank. Und wo muss ich jetzt hin? ja, also an dieser Stelle, Dankeschön, dass ihr auch dabei gewesen seid. Und ciao. Tschüss.